Welches Videospiel in meiner Sammlung ist das teuerste, beziehungsweise das, wofür ich am meisten ausgegeben habe und was dafür heute am meisten wert ist? Wir werden uns dieser Frage heute in diesem Video stellen. Nicht nur das, nein, wir gucken, wie viel habe ich für all meine Videospiele, die hier hinter mir stehen, und ich werde die immer natürlich einzeln nochmal abfotografieren und einblenden, insgesamt ausgegeben. Wenn du einen detaillierten Einblick in meine komplette Videospielsammlung willst, check meinen Kanal, da habe ich schon ein Video, das heißt meine komplette Videospielsammlung, da wirst du auf jeden Fall fündig. Natürlich kommen immer wieder neue Sachen dazu, aber es ist relativ aktuell. Und auch wieder spannend, der Teufel liegt hierbei im Detail. Das ist ein bisschen schwerer als bei Manga. Ich konnte nicht jedes Spiel einzeln bewerten und gucken, wie viel habe ich jetzt dafür ausgegeben, wie viel ist es heute wert. Einfach, weil es gibt in Deutschland eine Buchpreisbindung bei Manga. Das heißt, ich kann hinten drauf gucken, wie viel habe ich dafür bezahlt. Wenn es jetzt kein besonders gebrauchter Deal war oder dergleichen, dann stimmt dieser Preis. Bei Videospielen ist es so, die kommen raus, kosten 60 Euro. Dann kosten die vielleicht 3 Monate später 40 Euro oder im Falle von Nintendo 80 Euro oder niemals weniger. Das ist sehr schwer. Deswegen habe ich einen Pauschalpreis für die meisten Videospiele hier einfach genommen, habe sie gezählt, zusammengerechnet, außer bei den Limited Editions, die ein bisschen mehr gekostet haben. Da gehen wir im Detail drauf ein. Kommen wir erstmal zur Nintendo Switch-Ecke. Da ist es so, dass ich bei jedem Spiel 60 Euro angesetzt habe. Jetzt seht ihr aber auch, da haben wir so Sachen wie die Octopath Traveler Limited Edition. Die hat, glaube ich, 100 Euro gekostet. Gleichzeitig haben wir da aber auch so Sachen drin, die irgendwann mal 30 oder 40 Euro gekostet haben, wie vielleicht Hades. Hades hat, glaube ich, 30 Euro gekostet, die Retail-Version im Mediamarkt. Parallel dazu haben wir das Final Fantasy Pixel Remaster, was ich aus Japan importieren musste und was 140 Euro oder so gekostet hat. Also, das hält sich, glaube ich, alles die Waage, so dass wir sagen können, im Durchschnitt, jedes Spiel, das ihr hier gerade seht, hat ungefähr 60 Euro gekostet, sodass wir bei 67 normalen Switch-Spielen aktuell sagen können, wir haben 4.020 Euro für die Switch-Spiele, für die normalen, die da stehen, bezahlt. Jetzt ist es natürlich so, dass hier noch ein paar Limited Editions am Start sind, das ist jetzt kein Switch-Spiel, die aber für die Switch relativ interessant waren. Den widmen wir uns ganz am Ende, weil da möchte ich auch ein bisschen was zum Verkaufspreis inzwischen sagen. Die sind nämlich so mit am interessantesten. Wir gehen direkt eins weiter runter und gucken, was habe ich denn für die PlayStation 4 und PlayStation 5 Spiele bezahlt, also für die Sony-Ecke, sage ich jetzt mal. Da habe ich gesagt, hey, wir machen es so, wir gehen bei jedem Spiel mit 60 Euro. Das ist vielleicht ein bisschen niedrig angesetzt, weil es ist halt so, dass die Spiele 70, beziehungsweise für die PS5 jetzt sogar 80 Euro im Neupreis kosten. Aber man muss auch sagen, im Gegensatz zu Nintendo ist Sony halt ein Verein, der seine Spiele relativ schnell reduziert. Das heißt, es passiert sehr, sehr oft, dass ein The Last of Us rauskommt und dann kostet 70 oder 80 Euro und 3 Monate später kriegt ihr es mal für 40 Euro bei Amazon. Und hier habe ich natürlich auch nie immer den Vollpreis für Spiele bezahlt. Habe ich manchmal gemacht, wenn ich sie unbedingt zu Release wollte, aber ganz viel Spiel da drin habe ich auch mal für 20 oder 30 Euro mitgenommen bei irgendeinem Deal oder bei irgendeiner 2-für-3 Aktion oder dergleichen. Deswegen, ich habe gesagt, hey, 60 Euro für die ganzen PlayStation-Spiele. Vielleicht ist es ein bisschen wenig, wenn jemand Muse hat, zu gucken, wie das Video anzuhalten und auszurechnen, wie teuer das alles wirklich war. Lasst es mich gerne wissen. Ich muss mit dem arbeiten, das ich hier habe zur Verfügung, mit meinem zeitlichen Management noch. Und da bin ich bei 58 PlayStation 4 und 5 Spielen auf 3.520 Euro gekommen. Auch Limited Editions jetzt rausgenommen, außer hier diese Deluxe Edition von Kingdom Hearts 3 und so, das interessiert eigentlich keinen. Das ist, glaube ich, so der Löwenanteil meiner Sammlung. Also das ist schon mal das Wichtigste im Vorweg genommen. Aber in diesem Regal befinden sich ja noch ein paar mehr Sachen. Und die sind bestimmt auch nochmal sehr, sehr spannend und treiben den Preis auch nochmal ein bisschen nach oben. Wie gesagt, zu den ganzen Verkaufssachen, Limited-Sachen kommen wir am Ende. Denn wir haben ja nicht nur Nintendo Switch-Spiele, sondern wir haben ja auch Wii und Wii U-Spiele. Und da war ich mir gar nicht mehr so sicher, wie teuer waren denn Wii-Games damals. Ich finde es auch nicht mehr raus. Logischerweise kann ich das schlecht googeln, weil es gibt keine Wii-Spiele mehr zum Preis von damals zu kaufen. Ich weiß noch, für Fire Emblem Radiant Dawn beispielsweise, was für die Wii ist, habe ich damals 40 Euro auf Amazon bezahlt. 39,99, das weiß ich, weil das war meine allererste Amazon-Bestellung, die ich mit 14 jemals selbst getätigt habe. Jetzt habe ich so gemacht, dass ich gesagt habe, die Wii U-Games da drin 60 Euro, die Wii-Games 40 Euro. Vielleicht ist es falsch, vielleicht nicht. Ich weiß nicht, ob Wii U-Games 50 Euro gekostet haben oder 60 Euro, aber ihr seht, das, was da steht, hat am Ende auch nochmal 700 Euro eingebracht. Ist eine süße Summe. Direkt daneben seht ihr DS- und 3DS-Spiele. Und da weiß ich noch ganz genau, 3DS-Spiele haben immer 40 Euro gekostet. Und ich glaube, DS-Spiele nämlich auch. Weil Shadow Dragon habe ich damals für 39,99 gekauft. Ocarina of Time 3D Remake auch für 39,99. Das weiß ich 100 Pro. Das war so der feste DS-Preis ganz, ganz lange. Das waren noch Zeiten, wo ihr dachtet, wo soll ich 40 Euro für ein Nintendo DS-Spiel hernehmen? Heute einfach das Dreifache. Spiel ist nicht mal fertig. Danke für nix. Aber auf jeden Fall kommen wir durch die ganzen 3DS- und DS-Spiele nochmal auf 1000 Euro, die ich da spontan mal ausgegeben habe. War in meinem ganzen Leben insgesamt wahrscheinlich mehr, aber ich habe von voll vielen die Verpackung nicht mehr oder das Modul verdaddelt. Das zähle ich da natürlich nicht mit rein.
voll schade. Irgendwie wünsche ich mir, ich wäre als Kind besser mit meinem Videospielen umgegangen, weil gerade bei der Gameboy und Gameboy Advance Ecke könnte ich kotzen. Da habe ich die Verpackung immer einfach aufgerissen und weggeworfen. Heutzutage ist sie natürlich so viel wert und so schön, aber das checkst du als Kind leider nicht. So, dann haben wir aber hier noch ein paar Gameboy Advance Spiele. Die haben leider alle keine Verpackung mehr. Ich weiß aber, dass da einige Banger dabei sind und ich weiß, dass die alle 39,99 gekostet haben müssen. Vielleicht hat mal eins in einem Angebot 20 Euro gekostet, aber ich weiß, dass ich da meine Eltern echt genervt habe und die haben alle 40 Euro gekostet. Das heißt 400 Euro für die Gameboy Advance Spiele da stehen. Und jetzt haben wir noch ein paar Gameboy Spiele und das ist schwer, weil die waren in D-Mark. Und ich habe nie selbst ein Gameboy Spiel gekauft mit meinem eigenen Geld, weil da war ich noch viel zu klein, da war ich 6, 7 und dann kam auch schon der Euro und deswegen weiß ich nicht, wie viel meine Großmutter oder meine Mutter oder so dafür bezahlt haben. Ich denke mal nicht, dass die 80 Mark gekostet haben. Ich habe jetzt gesagt, ey, vielleicht umgerechnet, keine Ahnung, 50 Euro, ich weiß es nicht, 250 Euro für die Gameboy-Spiele, vielleicht habe ich mich verschätzt, aber das wird nicht den Mammutanteil ausmachen. So, und jetzt, wo wir hier alles so abgegrast sind, wie viel haben wir denn so ungefähr ausgegeben? Mal die spannenden Dinge. Denn wir haben hier ein paar Limited Editions, die natürlich noch mit draufkommen. Und ich möchte drüber reden, hat sich das denn jetzt gelohnt? Sind manche Sachen mehr wert? Sind manche Sachen weniger wert? Was ist hier besonders in dieser Sammlung hervorzuheben? Und was kostet auf eBay vielleicht besonders viel Geld aktuell? Und das ist, glaube ich, das, was euch auch interessiert, wenn ihr das Video angeklickt habt. Und da kann ich euch einige coole Sachen erzählen. Besonders bei meinem Lieblingsfranchise Fire Emblem. Ich weiß, ihr könnt es nicht hören, dass ich wieder über Fire Emblem rede. Aber Fire Emblem-Spiele kaufen ist meistens eine sehr gute Investition. Path of Radiance, das ist tatsächlich sogar die amerikanische Version. Das ist nicht mal die deutsche Version. Und die geht für nochmal ein bisschen mehr Geld weg. Die Perl-Version findest du auf eBay für um die 210 Euro gebraucht. Ich habe damals für das Spiel, glaube ich, 100 Euro bezahlt, weil ich wollte es nachträglich haben. Ich hatte eine Gamecube, es war das letzte Fire Emblem, was mir in der Sammlung gefehlt hat. Dann wurde ich gescammt, weil jemand hat gesagt, es ist die deutsche Version, es ist aber die englische. Ja, im Nachhinein stellt sich raus, die englische ist mehr wert. Ich könnte jetzt die verkaufen und mir die deutsche kaufen. Vielleicht mache ich das irgendwann mal, aber aktuell lohnt sich das nicht wirklich, weil ich gar keine Gamecube habe oder eine Wii, in der ich spielen könnte. Nur eine Wii U und das ist auf jeden Fall eine wichtige Sache in meiner Sammlung, die jetzt viel mehr wert ist. Gleiches mit dem Nachfolger Fire Emblem Radiant Dawn. Damals meine allererste Amazon-Bestellung mit 14 gewesen. Ich habe es schon gesagt, 39,99. Da war ich so sauer auf Amazon, weil es 4 Tage zu spät gekommen ist nach Release. Irgendwann Anfang März, ich weiß es noch ganz genau. Und das kostet inzwischen auf eBay, gebraucht in diesem Zustand, 170 Euro ungefähr. Das, würde ich auch sagen, war eine sinnvolle Investition. Das war mittendrin auch mal so bei 300, 400 Euro. Aber da muss man generell sagen, während Corona waren diese ganzen Preise höher. Also Fire Emblem Path of Radiance war da bei 400, 500 Euro gebraucht. Die sinken jetzt immer weiter. Das ist ein schwankendes Business. Vielleicht hätte ich damals verkaufen sollen, aber nein. Das sind Sachen, die mir am Herzen liegen. Deswegen zeige ich euch die auch nochmal. Im letzten Manga-Video hat auch jemand geschrieben, hey, mich würde viel mehr interessieren, welche Sachen dich persönlich emotional am meisten in deiner Sammlung betreffen oder die du am meisten magst und nicht die unbedingt am meisten kosten. Dazu kann ich auch gerne mal ein Video machen. Wenn ihr das wollt, lasst mich das gerne wissen. Aber wir hören nicht auf mit Fire Emblem, denn Fire Emblem Awakening, damals ein Nintendo 3DS-Spiel, das man immer einfach so kaufen konnte und irgendwie wurde es nie reduziert. Es hat erst 40 Euro gekostet, irgendwann 50 und es wurde nie wirklich reduziert. Fire Emblem ist wirklich so ein Garant für steigende Preise, weil es halt ein relativ beliebtes Franchise inzwischen ist, aber immer noch relativ Nische. Das ist so in diesem perfekten Mittelmedium, dass Nintendo nicht genug davon produziert, irgendwann nicht mehr weiter produziert und dass sich die immer irgendwie als ja, Investment lohnt. Bis später, das zeige ich euch gleich. Aber Fire Emblem Awakening ist jetzt bei 80 Euro in diesem Zustand und das finde ich eigentlich ganz nice. OVP, sehr guter Zustand, würde ich hier auch so sagen, hat sich der Wert zumindest verdoppelt. So, jetzt ganz spannend, Fire Emblem Echoes Shadows of Valencia, die Limited Edition. Das ist die hier. Ich glaube, die hat damals 80 Euro gekostet, die geht jetzt auch für 100 Euro ungefähr weg. Also die ist nicht so wirklich gestiegen, das war aber auch keine so gute Limited Edition. Ne? In dem Fall waren tatsächlich noch 2 Amiibos dabei, das war relativ cool. Und die Amiibos gesondert sind auch noch mal ein bisschen was wert, aber das seht ihr dann im dritten Teil, wo ich die ganzen Sachen aufdröse, die nichts mit Videospielen oder Manga zu tun haben. Der wird auch noch mal sehr, sehr spannend und sehr, sehr anstrengend, deswegen dauert der vielleicht ein bisschen, aber die ist nicht weiter im Wert gestiegen. Die war ganz cool, aber hatte nicht so einen Mehrwert wie Fire Emblem Fates. Da war nämlich das Besondere, dass Fire Emblem Fates damals 2 Spiele hatte, beziehungsweise 3 mit DLC und das dritte ist erst 2 Wochen nach Release veröffentlicht worden. Wenn du aber diese Limited Edition hattest, hattest du alle 3 Spiele auf einem Modul, ohne was runterladen zu müssen und den dritten Weg natürlich schon 2 Wochen vor Release. Und das war damals mega, die war sofort ausverkauft, es war so schwer, die zu kriegen und die ist selbst jetzt in gutem Zustand bei 350 Euro. Also die hat damals 100 Euro gekostet, vielleicht 99,99 glaube ich und da muss ich sagen, das ist glaube ich das wertvollste Piece in meiner Sammlung oder das, was Sammler, die Ahnung von Fire Emblem haben, mit am neidischsten machen dürfte, weil damals hat Nintendo es auch noch so gemacht, dass du tatsächlich nicht einfach Sachen downloaden musstest, bevor du starten konntest, sondern das Ding ist Plug and Play. Du steckst es rein und du hast diesen besonderen dritten Weg, den du eigentlich nur als DLC downloaden konntest, auf einem Modul. Und dieses Modul ist sehr, sehr begehrt und diese Edition sehr, sehr besonders und ich bin sehr, sehr stolz, die zu haben. Das war auch einiges an Scouting. Da habe ich irgendwie nachts um 3 Amazon aktualisiert, dann war die mal kurz verfügbar, dann habe ich die gekriegt und
Mega. So, was noch ganz spannend ist, ist die Limited Edition von Three Houses. Die habe ich nämlich auch ähnlich schwer gekriegt. Also, ich weiß noch, das war ungefähr so ein Krampf wie bei der Final Fantasy Fates Limited Edition. Bei der Echoes war es nicht so schwer, aber die ist inzwischen auch so 280 Euro gebraucht wert und hat, glaube ich, 100 oder vielleicht 120 Euro gekostet. Ist auch mit Abstand die größte von allen. Ich finde, ja, die lohnt sich jetzt nicht so krass. Da waren so Pins dabei, so ein Musikstick, wo der ganze Soundtrack drauf ist. Das war tatsächlich ganz cool. Aber ansonsten, ich glaube, noch ein Artbook. Ja. Seht ihr, ich habe sie nie aufgemacht. Also ich habe sie genau einmal aufgemacht, mir angeguckt, dann weggepackt. Aber das Spiel habe ich dafür 300 Stunden gespielt. Also am Ende des Tages okay. Und jetzt der absolute Fail, nämlich die Limited Edition von Engage. Und da merkt man, dass Engage vielleicht nicht das beste Fire Emblem Spiel war. Weil ich würde es jedem Nostalgiker empfehlen, aber nicht jedem Neuling. Ein Neuling sollte nicht damit anfangen. Die habe ich damals für 100 Euro gekriegt. Und die war eigentlich voll schnell ausverkauft, weil alle dachten, Fire Emblem Limited Edition. Dann war die kurz beim Mediamarkt verfügbar. Ich habe zugeschlagen und jetzt ist die bei 80 Euro. Das heißt, die ist einfach im Wert gesunken. Eine Limited Edition. Das ist bei Fire Emblem noch nie passiert. Aber okay. Auch solche Dinge passieren. Jetzt noch zwei besondere Game Boy Advance Spiele zum Schluss, die auch noch krass im Wert gestiegen sind. Fire Emblem. Mein allererstes Fire Emblem damals in der OVP. Damals zu Weihnachten gekriegt, also 40 Euro hat es gekostet ungefähr. Kostet jetzt in diesem Zustand auf eBay 250 Euro, hat seinen Wert. Also auch mehr als verfünffacht, wenn ich nicht dumm in Mathe bin. Ja, ich habe glaube ich recht. Sogar versechsfacht? Keine Ahnung. Das bin ich sehr stolz, das zu haben. Und dann noch ein Spiel, das kaum einer kennt. Fire Emblem kennt ja schon keiner, ne? Boktai, The Sun is in Your Hand. Das habe ich damals in diesem Zustand, ich habe mal das Modul extra rausgeholt, weil das ist was Besonderes, für 60 Euro gekriegt. Und das ist jetzt auch so bei 140 Euro. Das ist immerhin was Besonderes. Das wollte ich euch noch zeigen, weil das Besondere, das Spiel ist von Hideo Kojima. Den kennt ihr bestimmt. Hat Metal Gear Solid gemacht. Hat dieses, wie heißt denn das Spiel mit Norman Reedus als Hauptcharakter. Ihr wisst, welches ich meine. Das, wo man so ein DHL-Bote ist und die Welt geht unter. Auf jeden Fall hat der das hier gemacht. Und das Besondere ist, ihr seht, dieses Modul ist ein bisschen anders als ein normales Game Boy Advance Modul, weil ihr spielt in dem Spiel einen Vampirjäger, der Vampire mit Solarenergie bekämpft. Und eure Solarenergie, hier oben ist ein Solarsensor drin, muss in der echten Sonne aufgeladen werden und dann kämpft ihr quasi. Und wenn ihr nicht in der echten Sonne seid, habt eure Waffe irgendwann keine Energie mehr. Und das ist ein ziemlich, ziemlich cooles Konzept. Zu guter Letzt noch was, was glaube ich am wertvollsten ist. Das muss ich einfach auch mal zeigen. Das habe ich aber geschenkt gekriegt von einem Zuschauer, Gigs an dieser Stelle. Ist aber wahrscheinlich das teuerste so in meiner Sammlung. Das ist diese Ultimate Collector's Edition von Final Fantasy 15. Da war drin Kingsglaive der Film, das Spiel, eine Noctis-Figur, ein Artbook. Also das war insane. Das raschelt auch nur so, weil die Noctis-Figur nicht mehr drin ist. Aber das ist auch nochmal gut teuer gewesen. Das steht immer hier irgendwo unten. Der einzige Sinn dieses Videos ist eigentlich, dass ich einfach mal wieder ein paar dieser Sachen auspacken konnte, in die Hand nehmen konnte und ein bisschen Nostalgie verspüren konnte. Weil das sind wirklich so mitunter meine Lieblingspieces meiner Sammlung. Da habe ich zu jedem eine emotionale Geschichte, vor allem zu den Fire Emblem-Dingen. Ihr könnt es euch denken. Ich bin sehr gespannt auf den dritten Teil dieses Videos. Ach, aber die Auflösung, Moment! Insgesamt habe ich für all meine Videospiele mit diesen Limited Editions, was ihr da seht, überrechnet 10.750 Euro ausgegeben. Das heißt sogar ein bisschen mehr als für die Manga. Ich dachte echt, die Manga überholen die Videospiele. Aber nein, die Videospiele haben es geschafft. Es ist aber auch absurd. Ich sage mal, seit 2 Jahren Manga und seit 20 Jahren Videospiele. Und trotzdem haben die Manga das fast überholt. Das ist krank. Also, wir müssen hier dringend ein bisschen auf den Konsum achten. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ein paar Leute haben geschrieben, hey, ich will gar nicht wissen, wie viel das alles kostet bei mir. Und mir wird auch bewusst, wie viel Konsum das eigentlich ist und wie ungut das ist. Also ich habe schon einige Manga wieder gesucht, die ich aussortiere, die ich verkaufe. Gleichzeitig muss ich aber sagen, gerade bei den Videospielen habe ich so viel Nostalgie. Ich habe aber auch gleichzeitig so viele Sachen gekauft, die ich wahrscheinlich niemals spielen werde, einfach weil sie günstig waren oder weil sie da waren, damit ich sie einfach in der Sammlung habe. Weil ich war ja eine Zeit lang komplett auf dem Videospiel-Sammeltrip. Die sind jetzt halt da. Und vielleicht werden sie irgendwann mal gespielt. Ich bin immer ein riesiger Fan von Retail. Die Sachen, die ich digital gekauft habe, auf der Switch, auf der PlayStation, da würde der Wert wahrscheinlich auf 15.000 kommen oder so, aber die nehme ich halt jetzt nicht mit rein, weil die sind nicht in meiner physischen Sammlung, also die kann ich auch nicht weiterverkaufen. Der Wert ist nicht gegeben. So, ich hoffe, dieses Video war spannend für dich. Wenn ja, sag mir doch, was das niceste Spiel ist, was du hier so gesehen hast, was dich am meisten überrascht hat, ob du irgendwas davon auch besonders cool findest. Wenn du meine ganze Sammlung sehen willst, wie gesagt, check das Video, meine komplette Videospielsammlung aus. Das ist auf diesem Kanal. Google es einfach oder vielleicht ist es hier am Ende verlinkt. Wahrscheinlich ist es hier irgendwo verlinkt. Mach's wie die Leute, die hier vorbeilaufen, den Kanal monatlich mit einem kleinen Betrag unterstützen und Videos wie dieses teilweise früher kriegen. Vielen Dank, dass ihr alle am Start seid und abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht getan habt. Ich hätte super gern dieses Jahr die 10.000 Abonnenten. Wenn es nicht klappt, ist es so, aber wir haben es versucht. Wir sehen uns beim nächsten Video und haut rein, habt eine schöne Woche. Ciao!